zum Sieg gestern. Mit dir in der Startelf, das war länger nicht der Fall. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie es sich angefühlt hat, sowohl für den Körper als auch für die Seele, mal wieder von Anfang an dabei zu sein? Ja, es tut immer gut, wenn man von Anfang an spielt. Und es hat einfach Spaß gemacht, im Team zu sein. Und es war gut, dass wir so gespielt haben, trotz die ganzen Ausfälle. Und das war das Wichtigste. Trainer hat gleich zum Start einmal reingerufen, ja Bobby, du bist drin, du bist im Spiel. So, hast du es auch gespürt, dass du gleich bei 100% eigentlich bist? Ja, ich habe einfach auf diese Chance gewartet und vom Kopf war ich einfach bereit und war ein gutes Spiel von der ganzen Mannschaft. Wie siehst du die generelle Lage jetzt beim HSV? Ihr seid jetzt gerade wieder Spitzenreiter, aber kann sich alles noch ein bisschen verschieben, ist klar. Aber hältst du eure Favoritenstellung im Aufstiegskampf für gegeben? Ja, klar. Ich glaube, wir wollen unsere Ziel ist ganz klar aufzusteigen. Aber wir wissen, dass es noch 8 Spiele gibt, deswegen müssen wir einfach unseren Kopf runter machen und Spiel für Spiel gucken. Und wir sehen uns gern jetzt noch auf erster Platz, aber es kann alles ändern, deswegen das heißt noch nichts. Kannst du es ein bisschen beschreiben, wie du vielleicht mit Daniel Thun auch zusammen daran gearbeitet hast, dass du wieder in der Lage bist, der Mannschaft richtig zu helfen, auch vom Start weg? Das war ja sicherlich auch ein Verdienst des Trainers. Ja, so wir haben einfach als Mannschaft, wir sind aus Mannschaft sehr stabil und hat man einfach gesehen, dass wir gestern, egal wer ausfährt, dass wir einen breiten Kader haben und das ist ein Mannschaftssport und wir waren einfach alle da. Was hat der Trainer mit dir gemacht, so in den letzten Wochen, in den letzten Monaten? Ihr habt sicherlich viel gesprochen und du hast auch Leistung angeboten im Training, hat er ja auch gesagt, aber er hat sicherlich auch sagen wir mal, irgendwie versucht auch dir wieder auf das Niveau zu helfen, auf dem du dich eigentlich siehst. Ja, wir haben einfach, wie gesagt, aus Mannschaft sehr, wir waren einfach für jeden da und das ist unsere, was heißt das, DNA gerade, das ist einfach wir aus Mannschaft und es gibt nichts anderes und das ist in jedem Spielers Kopf und jeder Trainersteams Kopf und das haben wir gestern einfach gezeigt, dass wir ein Team sind. Jetzt sind 2 Wochen Pause, ihr seid aber gerade gut drauf. Ist das eigentlich, nervt das eher oder gibt das auch die Möglichkeit für ein paar Spieler nochmal wieder gesund zu werden? Ja, es ist gut. Wir benutzen die Länderspielpause, dass sehr wichtige Spieler zurückkommen können und es ist halt bitter süß. Wir haben halt Zeit, uns mehr Spieler zu holen, aber wenn wir gut draußen wollen, wir weiterspielen, aber es ist egal, wir machen uns weiter. Wie ist das für dich, 8 Spiele noch, hast du gesagt, mit ein paar Startelf-Einsätzen noch? Ja, hoffe ich, ist nicht meine Entscheidung, aber wir wollen einfach aufsteigen und das ist das Ziel. Danach geht deine Zeit beim HSV zu Ende, so wie es ausschaut. Ist das auch irgendwie bittersüß, falls es dann tatsächlich mit dem Aufstieg enden sollte? Ja, klar, aber ich konzentriere mich nur auf diese 8 Spiele. Was in die Zukunft kommt, werden wir sehen, aber das Wichtigste ist, dass wir einfach, dass der HSV einfach erste Liga ist und mehr Kopf haben wir als ganze Team. Vielen Dank. Entschuldigung, wurde ja schon viel darüber jetzt gesprochen oder auch kurz nachlesen, den Stand Ihrer Vertragsverhandlung, also Real Salt Lake City, ist das eigentlich fix? Ich habe es noch nicht ganz begriffen. Ja, wir gucken einfach. Ich bin immer noch HSV-Spieler und ich werde einfach alles geben, dass wir aufsteigen. In meinem Kopf ist nichts anders. Ehrlich nicht? Okay. Bobby, vielleicht kannst du einmal noch, du sprichst ja sehr viel über die Mannschaft und über euer Klima da unten und warum ihr jetzt erfolgreich seid. Was bedeutet das für dich, dass du jetzt wieder da bist? Denn das ist ja schon auch eine schwierige Zeit sicherlich persönlich gewesen. Ja, persönlich ist es, als Spieler ist es immer schwer, wenn man nicht spielt. Am liebsten will ich jedes Spiel spielen, aber es war nicht so und das war sehr nervig, würde ich sagen.
ich sagen, aber wie gesagt, Wichtigste ist, dass wir aufsteigen und die ganze Mannschaft, die sind eine geile Gruppe und jeder hat sich für mich gefreut und